Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Outlast. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, wie ihr vielleicht auf Twitter gesehen habt von denen, die mir folgen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es alle von euch sind. Link zu meinem Twitter-Account ist unten in der Videobeschreibung. War ich leider beruflich im Osten, das heißt, ich konnte leider wieder nichts machen. Ich habe mich den ganzen Tag in meinem Hotel gelangweilt. Was eigentlich total die verschwendete Zeit ist. Ich bräuchte einen Laptop oder sowas, damit ich das dann vielleicht da aufnehmen kann oder sowas. Aber ich habe ja kein Internet, was die Sache wieder unmöglich macht. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt weiterspielen. Ich hatte eigentlich schon den zweiten Part aufgenommen dazu. Leider war ich zu blöd, um zu checken, dass ich da auf Fortfahren gehen muss. Stattdessen dachte ich, ich habe meinen alten Spielstand nicht gespeichert. Ist jetzt auch egal. Ich weiß jetzt, wie es geht. Wir drücken jetzt auf Fortfahren. Go! Oder? Oh, da musste ich jetzt auf Laden gehen. Ah, ich bin jetzt wieder zu dumm, bestimmt. Nein, bin ich nicht. Ah, es hat geklappt, cool. Okay, Leute, also hier war ich das letzte Mal. Ich habe jetzt ein bisschen vorgespielt. Das sage ich jetzt, falls ich das andere, das letzte, jetzt doch weggeschnitten habe. Jetzt stehen wir hier vor dem Kannibalen, der gerade, wie ihr sehen könnt, hier irgendwas isst und jetzt gleich mit mir redet. Ich soll weggehen oder so. Und ihm gerade voll einer abgeht. Boah, ist das eklig. Ich geh doch weg. Genau, hier geht das Spiel jetzt weiter. Deswegen... Hat er eine Batterie oder so? Nee. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt hier einfach weiter. Oh Gott. Ah, jetzt juckt's mich schon wieder, ey. Oh, bitte lass jetzt nichts Schlimmes passieren. Okay, also ohne geht's schon mal nicht. Ich hab keine Angst. Es ist nur ein Spiel. Da passiert mir schon mal nichts. Da passiert mir schon mal nichts. Oh Mann, ich trau mich. Ich hab so Angst, mich zu erschrecken. Also es ist nicht mal das Spiel an sich selber, obwohl die Atmo in dem Spiel echt schon der Hammer ist, aber... Ich muss... Oh Gott, ich muss mit Absicht weg vom Bildschirm. Weil ich weiß, dass jetzt was kommt. Ich kann nicht mehr. Ich kann schon jetzt nicht mehr. Hallo? Irgendjemand im Schrank oder so. Oh, das ist so scheiße gemein! Ich kann nicht mehr. Ich hab gerade angefangen, das gibt's nicht. Ich trau mich nicht. Irgendjemand ist im Schrank drin. Soll ich aufmachen? Mich reizt es ja schon ein bisschen. Oh ne, meine Batterie geht alle. Ich darf nicht so viel rumspielen. Wie viel Batterien habe ich denn? Drei habe ich noch. Anderer Schrank. Okay. Geht's ja ohne Batterie? Ohne. Oh Gott. Nein, okay, das geht nicht. Nein, hör auf! Ich traue mich aber nicht weiter! Batteriewechsel. Robby, jetzt reiß dich zusammen! Reiß dich zusammen. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Hör auf! Hör auf! Zu. Mach zu. Jetzt aber wieder hier ohne. Hier geht's aber wieder ohne. Kann jetzt hier was Schlimmes passieren? Oh Gott, ist das furchtbar. Cooper? Was passiert da? Okay, das heißt, ich kann hier nachher wieder hoch. Oh Gott, ich muss hier rennen, ich weiß es. Oh gut, dass die nicht aufgeht, hey, da hätte ich mich jetzt aber auch nicht reingetraut. Ich muss rennen, ich weiß es. Und dann da drüber oder so.
Oh Mann, wieso überlasse ich solche Spiele nicht anderen Leuten? Da hinten steht doch jemand. Was mache ich denn jetzt? Hä? Muss ich an dem vorbei? Nee. Wo ist der? Ich rein. Ich rein. Rein, rein, rein! Nein! Renn! Spring! Wo ist er? Okay, Musik, du kannst aufhören! Ich hätte an der Tür vorbei müssen oder sowas. Oh Gott, ey. Okay, ich habe jetzt keine Angst mehr. Ich rush da jetzt durch. Ich weiß nicht, was auf mich wartet, aber... Irgendwas muss da ja sein. Wieso soll ich auch Angst haben vor jemandem in der Kettensäge? Ich bitte euch. Das gemein durch die Dunkelheit. Da hinten ist doch was. Was soll ich hier machen? Hat sie was im Regal oder so? Ach, hier brauche ich gar keine. Batteriewechsel. Oh Gott, ich hab so Angst. Ich kack mir gleich die Hose voll.
Aber das ist nur ein Spiel. Wie kann man sich in ein Spiel so reinsteigern? Das sind doch eigentlich immer echt nur die ganz psychisch kranken Leute eigentlich. Und soll das jetzt heißen, ich bin psychisch krank? Okay, hat's nichts. Ich gehe weiter. Das ist so eine fiese Kulisse. Das ist so unfassbar gemein. Okay, also ohne geht nicht. Ich versuche ja Batterie zu sparen, aber... Und jetzt? Hä? Was? Hä? Was ist jetzt meine Aufgabe? Habe ich was übersehen? Irgendwas übersehen? Hier geht nicht. Ich habe irgendwas übersehen. Wie geht's jetzt weiter? Muss ich den Typ vielleicht irgendwie herlutzen und dem passiert was, dass ich seine blöde Säge da krieg? Nee, oder? Glaubt ihr das? Aber warum sollte das so sein? Muss es doch irgendwas geben. Bobby, guck genauer. Konzentrier dich. Was soll's denn hier noch geben? Ich weiß nicht, was es hier noch geben kann. Ich brauche doch einen Schlüssel oder sowas dann. Vielleicht. Irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich bin echt verwirrt gerade. Gibt's hier irgendwas? Oh nee, ich verschwende voll meine Batterien. Da oben. Was ist da? Muss ich das noch auf Deutsch umstellen? Habe ich das vergessen? Lass mich! Are you my friend? Warte! Warte! Muss ich es auf Deutsch vielleicht noch umstellen? Deutsch? Ist doch auf Deutsch. Wieso ist es jetzt auf Englisch? Also dieses Spiel muss man mal verstehen. Ich verstehe eigentlich gar nichts mehr. Ich muss an dem vorbei. So. Wo bin ich hier? Läuft der mir immer noch hinterher? Ah ne, das bin ich. Oh Gott. Ich hab den Schlüssel, ich muss jetzt wieder zurückkommen. Ach so, jetzt weiß ich, wo ich bin. Der Typ, der vorhin noch gesagt hat, verpiss dich oder ich bring dich um. Was war das, Kuh? Auf was gucke ich das mir nochmal an? Ich weiß es nicht mehr, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht gucken, ich bin zu nervös. Auf F, auf G, auf Y, auf Q. Es tut mir leid. Jetzt passiert was. Wohin? Ich weiß es nicht mehr. Runter? Bei Schluss? Ah! 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 Nein! Nein! Verpiss dich! Nein! Oh, oh Gott, habt ihr es gehört? Er versucht es noch anders irgendwie. Oh Gott, das kam jetzt aber unerwartet, ey. Oh, ey. Ei. Oh Gott. Das Spiel macht mich fertig, bevor irgendwas passiert ist, ey. Was? Da ist jemand. Und er hat Schmerzen. Nein. Batteriewechsel. Wie viel habe ich noch? Noch zwei. Ich muss jetzt leider überall hin, um zu gucken, wo es Batterien gibt. Ach, Batterie. Batterie. Wo ist die Batterie? Ja, seit mal nächste Woche.
Akrobatische Schränke, das heißt, ich muss mich wieder verstecken vor irgendjemandem. Und trotzdem noch gucken, ob es irgendwo eine Batterie hat. Lebt jetzt noch oder ist er tot? Das war ein Arzt. Nein, das war so ein... Oh Gott. Das war so ein Psycho-Heini, der ist tot. Ey, stell mir vor, ich müsste das mit der Oculus Rift spielen. Hey, gute Nacht, hey. Dann wäre ich aber ein Fall für die Klapse, hey. Das weiß ich aber. Okay. Was ist da? Okay, da ist jemand. Den muss ich hier rauslocken. Dann renne ich hier rum. Um den Kreis. Und dann gehe ich da wieder rein und mache die Tür hinter mir zu. Das schenkt mir wieder ein bisschen Zeit und dann komme ich da vielleicht hin. Okay. Warum ist das jetzt so? So, da brennt jetzt der Typ da drin. Warum macht es das? Wozu ist das jetzt gut? Ich kann den hier einsperren. Nee, da kann er drüber springen, oder? Nee. Das ist mir echt zu viel. Und zu unheimlich. Und wer ist da drin? Ah! Oh Gott! Nein! Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Oh! Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir in die Kommentare, welche Stelle euch am besten gefallen hat, obwohl ich es mir fast denken kann. Der Schluss, der hat mich echt ziemlich auseinandergenommen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt machen, so verpasst ihr nämlich keine weiteren meiner Let's Plays. Liebe Leute, ich habe von euch gehört, von ganz vielen von euch, dass The Walking Dead weitergeht. Das heißt, das werde ich jetzt auch spielen und zwar werde ich es im Intervall spielen, also The Walking Dead, Outlast, The Walking Dead, Outlast, The Walking Dead. Ihr wisst schon, wie es weitergeht. Das ist nicht nur gut für die Abwechslung, sondern auch gut für meine Seele. Denn, wie drücke ich das jetzt am fachmännischsten aus? Outlast fickt meine Seele. Wirklich. Das Spiel macht mich so fertig. Das ist echt abartig. The Walking Dead ist ein geiles Spiel, weil ich die Story richtig fett finde. Aber Outlast, diese Schreckmomente, die machen mich so prügelfertig. Das gibt's gar nicht. Wie dem auch sei, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssle mit Küssle. Boo. That's...